Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. So, ich bin jetzt hier in den nächsten Raum reingegangen, habe die Gasmaske schon eingesammelt und es ist natürlich doof gelaufen. Als ich mir die letzte Folge im Nachhinein mal angeguckt habe, ist mir natürlich aufgefallen, wie dumm das gelaufen ist, weil logisch, die haben diese Sicherheitsanzüge an, die Androiden. Nee, verstecken will ich mich nicht. Und dann sind sie da wahrscheinlich natürlich auch immun gegen bestimmten Elektroschaden, wie ihn die EMP-Mine verursacht. Ja, das ist natürlich doof gelaufen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal das hier aus und gehen dann hier raus. So, runter. Und jetzt sehen wir zu, dass wir wieder an den vorbeikommen. Was habe ich denn das letzte Mal gemacht? Da habe ich einen Geräuschemacher geschmissen, ne? Der eine müsste da sein, ist er auch. Gut. Okay, dann lenken wir sie eben nochmal ab. Da ist der Geräuschemacher. Nichtsdestotrotz nehmen wir den in der Hand, obwohl der Elektroschocker hier auch überhaupt nichts bringen wird. Gehe ich mal ganz stark von aus. Na komm, guck's dir an. Ja, guck's dir an, das ist eine gute Idee. So, pass auf. Dann gehen wir mal eben hier auf den Terminal. Da war ein Fehler drin. Kein Audio, Zubehör. Och nö, ich hasse es. Ich werde damit nicht mehr warm werden mit diesem Kuh. So, aus und Schalter benutzen. Und mal eben... Oh. Hier kurz rein. Danke. So, der eine kommt jetzt wieder zurück. Aber scheint ihn nicht wirklich aufgefallen zu sein. Witzigerweise. Ach, sind beide zusammen sogar. Und der eine kommt in unsere Richtung. Okay. Jetzt bleibt er da vorne stehen. Da ist der andere. Ach komm, du musst dir noch was in einem anderen Regal angucken, auf jeden Fall. Komm, der war doch eben auch woanders. Warum ist der denn jetzt da? Also der eine ist weg. Na? Ja, natürlich bleibst du jetzt genau da stehen. Super. Oh Mann. Zusätzlich zu unzähligen Aufgaben habe ich jetzt auch noch einen Eindringling. Die beschweren sich über die Aufgaben. Ah, Mensch, jetzt rennt er immer von einer Ecke zur anderen und bleibt genau da stehen, ne? Ich werde der Sache nachgehen. Oh, no, 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 no. Ein sinnloses Unterfangen, wie vermutet. Das ist vielleicht der andere, der das sagt. Und der bleibt in der Reihe stehen, okay. Na gut. Dann machen wir das jetzt so. Wo ist denn der andere? Da schon mal nicht. Da schon mal nicht. Und da oben, da waren wir ja schon drin. Das ist mir auch im Nachhinein wieder aufgefallen. Ich würde jetzt ganz gerne mal hier durch den Dings gehen. Falls uns das was bringt durch den Schacht hier. Das muss zum Kern führen. Ohne Strom läuft Ach, ohne Strom läuft hier nichts. Alles klar. Na gut, also müssen wir jetzt doch zu dem anderen wieder so gucken. Und an dem muss ich jetzt wohl vorbeischleichen, sage ich mal so. Der ist in dem anderen Raum, glaube ich. Ja, dann müssen wir an dem vorbei. Geht nicht anders. Ja, ist doof gelaufen. Ärgerlich im Nachhinein. Ich konnte aber auch nicht aufhören mit dem Spiel, sagen wir es mal so. Das ist die Frage... Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Synthet melden. Ja, ich gehöre ja nicht wirklich zum Konzern, sagen wir es mal so, ne? Also brauche ich mich hier nicht zu melden.
Okay. Wahrscheinlich müssen wir da rein. Oder das sind auch wichtige Sachen für uns. Aber wir gehen erstmal hier weiter. So, was ist das? Human Consolation Control. Okay. Wir gehen hier einfach mal rein. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt... Ja. Oh, oh. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Hier ist auch eine Speicherstation. Echt? Cool. Wo? Ah, Left Hemisphere Servers. Okay. So. Subkutane Dingsbumsens. Pass auf, wir machen uns noch einen Geräuschemacher. Weil wir es können. Von den anderen Sachen können wir uns gar nichts mehr machen. Und die sind auch schon vollgepackt. Och, Mann, wie doof. Warte, nee, hier nicht. Das können wir reinmachen. Einen Sensor. Und machen wir ein Bindemittel rein. Und hier ist sowieso alles voll. Rohrbombe auch. Und das war's. Oh Mann. Okay. Gut. Also, wir sind hier richtig. Raum zur menschlichen Kommunikation. Momentan ist hier keiner. Dann schauen wir mal. Hier müssen wir bestimmt, ja, genau, damit arbeiten. So, komm. Okay. Quatsch hier. Den, den, den und den. Okay. Linker Serverspeicher aktiviert. Rechter Serverspeicher aktiviert. Gut. Durchsuchen Sie die rechte Konsole des Serverspeichers. Okay. Durchsuchen Sie die linke Konsole des Serverspeichers. Oh, Ausweiskarte. Da ist noch gesperrt. Auf der anderen Seite könnten wir durch. Und hier sollen wir... Ach, da, wo die Androiden sind, sollen wir nochmal suchen? Okay. Und was suchen wir genau? Kann mir auch keiner sagen, ne? Hier kommen wir zur anderen Seite. Und in diesen einen Raum, wo der eine Android ist, würde ich auch gerne rein. Okay. Das kommt hierher. Ich glaube, der kommt hierher. Verdammt. Der geht ihm jetzt nach, ne? Verdammt. Na, der scheint in unsere Richtung zu kommen. Komm, wenn der hier reinkommt, schauen wir mal eben, aus welcher Richtung. Das Problem ist, dass sie alle diese Schutzanzüge anhaben. Was jetzt? Ist er stehen geblieben? Nein, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Na, kommt er hier rein? Nee, er geht wieder weg. Er hat wahrscheinlich nur... etwas verkehrt. Okay, jetzt geht er wieder weg. Na gut. Dann schauen wir mal. Also, pass auf. Hier. Da ist auch so ein Raum und so ein Gang. Gehen wir erstmal hier hin? Oder gehen wir erstmal den anderen Weg wieder zurück? Gute Frage, nächste Frage, ne? Wir schauen mal. Da ist zu. Jetzt scheint da ein bisschen... Ja... Momentan scheint hier... keiner zu sein. Okay. Warte. Karte. Karte sagt... Sollten wir da reingehen?
ist auch wieder so ein baugleicher Raum. Ja, komm, wir gehen da jetzt rein. Auf jeden Fall. Wir gucken mal eben, ob hier irgendwas... Oh, eine Ausweiskarte. Oh, wir haben 25 von 50. Da ist ein Tonband. Ich habe eins jetzt schon vergessen, ist mir aufgefallen. Spielen wir es ab? Es ist gerade keiner in der Nähe, wir spielen es ab. Robono, da sind Androiden an der Tür. Ransom ist wie vom Erdboden verschluckt. Moment. Es gibt Probleme mit dem Gefahreneindämmungsverstoß. Synthetensicherheitsverfahren werden hinten und vorne ignoriert. Kommunikation ist abgeschnitten. Ich dachte, das sei ein Zufall, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Oh shit. Dass ich sie liebe. Oh. Aber Suzanne ist doch auch schon tot. Ja, ist genau hier, ne? Vor der Tür. Kann das sein? Ja. Der kommt aber jetzt erst näher. Verdammt, ich hätte vorher rausgehen sollen. Jetzt kommt er. Oder er geht wieder. Geht der gerade wieder? Also der scheint hier irgendwie Patrouille zu gehen. Kann das sein? Oh, hier ist so ein fieses Piepen. Oder ist das auf meinen Ohren? Oh, das ist ja schlimm. So, ist hier noch irgendetwas? Nee, das ist einfach nur zum Durchsuchen. Jetzt ist die Frage, wo wir eher durchgehen sollten. Der scheint ja in dem Gang Patrouille zu laufen, oder? So, der ist jetzt, kommt jetzt da näher. Von da aus sehe ich natürlich gar nichts. Wir gucken mal eben in den Gang rein. Ach, da sind welche drin. Jetzt ist die Frage, kommen die auch hier in den Gang? Oder nicht? Das sind, wie viel sind das? 3 Stück? Wow. Okay. Ja, die sind aber hinter der Wand. Aber das ist genau der Raum, wo wir rein sollen. Und da können wir dann auch auf den linken Speicher. Hier können wir durch. Hier ist nicht zu, so wie auf der anderen Seite. Oh Mann, verdammt. Wie machen wir das denn am besten? Das Problem ist ja... Na gut, komm, was soll's. Wir haben ja gespeichert. Warte. Wir gehen nochmal speichern. Weil dann muss ich nicht alles nochmal aufsammeln. Gut. So, und dann versuchen wir durch den Raum zu kommen. Wenn dann nicht, müssen wir tatsächlich den ganzen Weg zurücklaufen und das nochmal von der anderen Seite versuchen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich will ja jetzt auch mal ein bisschen vorankommen hier. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also sorry für die, die es nervt, dass es so viele Folgen jetzt schon dauert, aber dieses Spiel macht mir halt auch Spaß und ich bin echt angetan. So, pass auf. Ich werde mal kurz reingucken. Oh, dann kommt bestimmt einer raus, ne? Ach, das sind wie hier. Ah, alles klar. War das direkt hier vor uns einer? Nein, dann gehen wir da jetzt rein. Okay. Ich muss eine von Ihnen einschalten, um Zugang zu den Sicherheitsspeichermodulen zu erhalten. Nein, will ich nicht. Wo muss ich es denn einschalten? Ist hier wieder... Oh. Ist hier wieder so eine Konsole? Hier kann ich auch was benutzen. Ich muss die ablenken. Wie wäre es mit einer Leuchtfackel? Wollen wir es mal mit einer Leuchtfackel versuchen? Oh, ist das Kühlflüssigkeit, sag mal. Sie können an Evi-Androiden immer erkennen. Oh, das ist die Frage, ne? Ich kann hier überall Sachen benutzen.
der ist in der Reihe drin. Okay, gut. Ach, hier kann ich, die kann ich alle benutzen. Ich bin jetzt ein bisschen leise, weil ich gerade wieder angespannt bin. So, benutzt habe ich jetzt irgendwas, aber was muss ich tun? Ich weiß es nicht. Die Konsolen einfach durchsuchen. Reicht noch nicht, ne? Warte mal, komm. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch an nicht gelegenen Synthet melden. Das ist in diesem Bereich nicht geschehen. Was rauchen? Ja, dann geh doch mal gucken. Gut. Da ist nix. Nein, nein, hier ist kein Problem. Erhalten Sie was? Verdammt, ich muss mal eben kurz hier rein. Komm, Zeit nutzen. Ganz schnell, komm. Oh Mann. Da ist nichts. Audio ist was. Oh, ich wollte ihn nicht platzieren. Wow! Oh, cool. Wow. Da einer ist da noch. Oh, der kommt jetzt genau hierher. Moment. Ja, ja, geh da mal gucken. Das ist eine gute Idee. Da war noch ein Audio. Das wollte ich eigentlich ganz gerne abspielen. Oh, raus aus dem Menü. Oh, als wenn sie schlafen würden. Nein! Oh, damn it! Das wollte ich gar nicht. Shit. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich hier alles durchsucht. Jetzt muss ich was? Das war's? Ich kann jetzt rein? Okay, ich wollte das... Ich wollte das Audio aber noch abspielen. Ist das zu riskant? Meint ihr? Meint ihr, ist es zu riskant, das Audio abzuspielen? Hi! Genau. Bin ich auch nicht. Stell dir das mal vor. Ich bin gar nicht hier. Hm? Ich weiß auch, dass ich hier bin. Na komm, machen wir jetzt mal ein bisschen Action hier. So. Was ist das für ein Geräusch, ne? Ja, geh mal gucken. Ich werde es bereuen. Okay, pass auf, nur für euch. Leitender Dienst. Angestellter Ransom hier mit einem Bericht an die Geschäftsführung. Ich war Ihnen treu ergeben und Sie, geizigen Schweine, lassen mich hier im Sturm untergehen. Ich hätte Ihnen einen einmaligen Fund bieten können. Ich hätte mein Leben für die Firma aufs Spiel gesetzt. Ich hätte einen Spezialtrupp einberufen und den Organismus isolieren können und jeder hätte gekriegt, was er wollte. Aber Apollo hat jegliche Kommunikation abgeschnitten. Keine der Techniker im Apollo-Kern antworten auf meine Nachrichten. Wir werden hier alle verrecken, Sie Schweine. Sie haben es alles vergeigt. Sie und Ihre Firma können frei kreuzweise. Wow. Okay. Das ist noch so ein extra Raum. Da kann man speichern. Was willst du, Spiel? Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Erhalten Sie über den Zugangsgenerator am Dom-Terminal Zugang. Alles klar. Mhm, Tür verschlossen. Da müssen wir hacken, wenn ich das richtig sehe. Ach, das ist der Raum, wo wir die Gasmaske her haben. Speichern wir vorher ab? Ich weiß nicht.
Ach, guck mal. Schalter benutzen? Wofür ist der Schalter? Hä? Keine Ahnung. Wir speichern ab. Oder? Ich habe Angst, dass man dann hinterher gar nicht abspeichern kann. Aber wir werden sehen. Wir speichern ab. Okay, jetzt schauen wir mal. So, wo bist du? Na, wo bist du? Da! Was war das denn? Hä? Was? Finden Sie einen Weg um die was? Ah. Sicherheitsstufe ist zu hoch. Ist doch nicht wahr. Und nu? Die Sicherheitskapazität zu senken. Okay. Moment. Hier ist doch auch noch ein Sicherheitsgenerator gewesen, ne? Da können wir nirgendwo rein, dann können wir ja nur hier wieder rein. Da war doch noch einer. Ach, der hat immer noch geringe Energie. Verdammt. Okay. Warte. Müssen wir hier vielleicht auch den Schalter betätigen? Macht das irgendwas? Hier, den hier. Bringt das was? Das war zumindest ein Ausrufungszeichen. Oh, okay. Jetzt ist die Frage, können wir hier irgendwas machen? Wir gucken mal rein. Können wir jetzt hier ran? Jawohl. Oh, Moment. Oh, den haben wir. Nein. Wo ist der andere? Einen brauchen wir noch. Wo ist es denn? Da kommt er. Ja. Notfallüberbrückung. Okay, wir sind ein Sixen-Experte. Mhm. So. War das schon der, dass wir jetzt hier die Sicherheit runterschrauben konnten? Die Sicherheitskapazität? Oder müssen wir das in dem anderen Gang auch nochmal machen? Ja, müssen wir anscheinend hier auch nochmal machen. So, den Knopf hatten wir ja schon gedrückt. Dann gucken wir hier auch nochmal rein. Benutzen. Gut. Sollte mir das Leben leichter machen. Okay, jetzt kriege ich also Zugang. Na gut. So. Okay, aber vorher speichere ich nochmal ab. Damit wir es nicht nochmal machen müssen. Und dann. Da ist immer noch Tür verschlossen. Schauen wir mal, ob ich das jetzt hinbekomme. Da. Und nein! Komm schon. Und den. Okay. Ziehen Sie Apollo zu Rate. Was ist denn los? Hallo? Wieso zitter ich denn so? Hallo? Ist das normal?
Wow. Da soll ich jetzt echt reingehen? Ach, herrje. Ich sag nur Mutter. Mal ehrlich, war das nicht klar?